Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Tower of Fantasy zusammen mit Yannick von Akadari. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch den Yannick bei seinem Kanal. Soll ich denn da jemanden ermutigen? Das ist Brokkoli. Oh, eine schöne Sequenz. Wir präsentieren Tower Fantasy, der Film. I know. I shouldn't have acted recklessly and made him mad. Ja, Yannick. Let's apologize to him after the rain stops. I'm scared. Zeke must be furious. Zeke wird dir schon vergeben, Shirley. Keine Sorge. Ah, okay. Ich weiß, dass er dir vergeben wird. You're a big girl now. I think it's time to step back and let you make your own decisions in life. Make my own decisions in life? Franz is right. Shirley, you're not a child anymore. You have your own aspirations. I want to become someone like you. You're looking at a tough road. Wenn du das möchtest, dann machst du das doch schön. I'm not scared. I know what I'll be dealing with. Fall wieder krass. The world... Then I'll was für Dinge tut denn Fall wieder? Der boxt. War ich nicht. Ich glaub schon. Ach, die Dudes, die wir gerade eben schon geschlachtet haben. Jawohl, einfach umgekickt. Paul, did the shelter's warning system fail? Auf meiner Karte bist du hier. Ja, wir machen ja gerade wichtige Story-Sachen scheinbar, deswegen sehen wir uns ja gerade nicht. Also das Multiplayer-System, das wurde ja richtig optimiert, ne? Ja, ist halt noch Story, ne? Wird er später, denke ich mal, offener, aber jetzt am Anfang halt noch nicht. Mhm. Ja, wir haben ja schon ein bisschen erkundet. Ist ja schon mal was. Los, Robos! Robo-Action! Der hat was verloren, der Dude. Und da kommen noch mehr. Schicke. Was machst du? Wir haben einen Bogen. Ja, Waffe Nummer 3. Sven wäre jetzt stolz mit seiner Ember. Ja genau, lass sie nach Hause schicken. Also der Hauptteil ist ja schon geflüchtet. Oh, wir benutzen Geschütztürme. Hm. Euch baller ich ins nächste Jahrhundert.
Jawohl. Shirley, geh aus dem Weg! Es sind zu viele! So, wann können wir solche Kraftfelder machen? Zeke, is Shirley okay? Not good. She overloaded her suppressor to create the shield. I don't know if she suffered internal injuries to her organs and brain. Don't move her until I can evaluate her condition. She'll be fine, right? I know I'll do my best, Zeke. We still have Ravagers hanging around. I'm worried they'll come. I'll take care of them. Da ist noch fetteres Geschütz. Bild? Du bist bei mir gerade sehr weit weg. Ja. Willst du mal kurz auf mich warten, dass ich hinterher komme? Kann ich nicht. Oh, was ist denn das für ein nices Minigame? Ich spiele das Spiel meines Lebens. Sind wir uns sicher, dass das hier ein MMO ist? Ja. Gerade wirkt es nicht eindeutig. Du fliegst auch gerade durch die Luft, ne? Ja. Hat man so und macht. Unten. So, noch ein bisschen random Zeug auf dem Weg unten kaputt schießen. Aha. Sven im Fitnessstudio. Bis da hinten. Ja, ich seh's. Er hat sich irgendwas injiziert. Der kommt mir bekannt vor, der Typ. Tu's nicht! Ich war immer lieb! Ich glaube, er ist anderer Meinung. Yiffy! Ha! Warum muss ich den Kommandanten alleine bekämpfen? Warum können wir nicht durchgehend beisammen sein? Aua, 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 der kommt gerade. Ja. Ah! Aua! Ach, dieses Feld, was ich die ganze Zeit gesehen habe, ist dieses Trugbild. Ja. Ich dachte, das ist irgendwas, was der Gegner macht. Und tot. Janik, da bist du ja endlich wieder. Guck dir mal meinen krassen Bogen an. Schau ihn dir an. Hi. Du nutzt gerade Schnellreise, oder? Nein. Ich doch nicht. Ich glaube, zurücklaufen wäre schneller gewesen. Nee, ich glaube nicht. Weil der Weg also war recht kurz. Ich bin ja schon da. Hallo, Balu. How's Shirley holding up? She overloaded her suppressor to create the shield, but that exposed her to excess. Oh, das wäre eine Kugel. Push. But we can't say for sure. The shelter's a mess. Hey, kannst du nicht mal erfröhliche Nachrichten bringen? Celine and I will have to clean things up. Zeke's with Shirley right now. You should go see her.
aus der Krankenstation, Yannick. Mhm. Oh, davon habe ich 6. Neue Waffe, push! Vorne ist eine Kiste. Neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe. Was Geiles? Hoffentlich. Was Geiles? Legendary, bitte, sonst den zerlege ich. Schade. Mach's einfach wie bei Breath of the Wild. Einfach die Wand hochspringen, statt zu klettern. Aua. Shirley, nein. Ach, mit den Schwarzkernen bestellt man die Waffen. Ja, bei denen. Wahrscheinlich mit anderen Kernen holt man sich dann andere Waffen. Bei dem Set war zum Beispiel ein Schwarzkern genommen. Shirley, alright? She's out of danger. For now. But it still doesn't look good. Can she be treated? The shelter's only equipped with basic medical equipment. We've done all we can. Celine is trying to contact some friends in Banjis to see if any of them can. I'm going to talk to Franz. He's got some connection. Please take care of Shirley while I'm gone. Okay, ciao, Zeke. Ich kümmere mich so lange um Shirley. Zeke, well, how is it? Give it to me. Ich bin nicht der Doc. Wieso nicht? Ich habe keine medizinische Ausbildung. Untersuch sie doch mal, Shiny. Mann. Nee, da kriege ich eine Anzeige. Oh, jetzt bestelle ich auch eine Waffe. Nee, eben Klinge. Ist das nicht die, die ich auch schon von vornherein hatte? Eine neue Errungenschaft. Wanderstufe 10 erreicht. So, wo ist der Lümmel? Da hinten. Warte auf mich, ich komme. Müssen hier Essen zubereiten. Was soll ich denn überhaupt kochen? Ich schmeiß einfach alles rein. Deine Spezialität des Hauses scheint. Ich habe was gekocht mit 35% Chance. Es wurde ein furchtbarer Eintopf, jawohl. Arme Schön. Weißt du, einmal hat es ja mit 35% geklappt. Shirley, ich komme. Shirley? Shirley ist weg. Where'd she go? Über dein Essen kürzen. In her current condition. I need to find her now. Da oben ist sie doch. Mann, was macht das Mädel denn? Kann ihn nicht einmal stillhalten. Immer macht die Probleme. Ich habe den Fehler gemacht, in eine Drohne zu springen. Jetzt werde ich gegen meinen Willen irgendwo hingebracht. Ich kann nicht mal aussteigen. Lass mich runter. Lass mich runter, du dummes Ding! Also ich kann's steuern, aber ich weiß nicht, wie ich rausgehe. Ah!
Ah, ich habe rausgefunden, wie man es kaputt macht. Das muss auch funktionieren. Also mit V macht man Drohnen offenbar kaputt. Kannst du keine arme Drohne kaputt machen, scheinbar. Das ist doch gemein. Ich wollte raus, sie hat mich einfach entführt. Nachdem du gesagt hast, du willst Sightseeing machen. Das hat die Drohne sich gedacht. Ich wollte es nicht. Vogel! Brachte Fleisch. Shirley, what are you doing out here? I just wanted to see the stars. I'm sorry. I just Ich will alleine sein. When we were little, Zeke used to take me out here to gaze at the stars. I like it here. Boah, ist der Turm groß. Like all the bad things in the world just didn't exist. I wish things could be like back then. Boah, jetzt sehe ich ihre Wunden. Sind die heftig. I didn't want to make Zeke sad. Shirley, are you okay? What am I gonna do? Shirley! Ja, die hat sich einfach davon geschlichen, Zeke. Ich kann nichts dafür. Immer diese Ausrede. War alles Sven. Er hat ihr Essen gekocht und das hat ihr nicht gefallen. Oh, auf dieser Station hier ist auch eine Kiste drauf, ne? Ganz oben. Okay. Man sieht das sogar auf der Karte. Das sind diese komischen Kugeln, die du auf der Karte sehen kannst. Ganz oben. Bei geschützartigen. Kann auch einen Kampf machen. Hab mich schon mit einem neuen Kommandanten angelegt. Da, ja, hier ist so eine Passworttruhe. Die sieht man nicht auf der Karte. So, entschlüsselt. Oh, war da viel drin. Ah. Ich fliege gerade wieder zurück zur Krankenstation. Hoffen, dass die sich jetzt nicht wieder davon schleicht. Obwohl, nee, Sven kann gar nichts gekocht haben. Der steckt ja noch im Knast. I'm sorry, Zeke. Falls du Clip fault. Gesehen hast. It's not your fault. Your condition's worse than we thought. Weiß ich nicht. Aber extra so einen Clip in die Akadachi-Taugen-Gruppe gestellt. Da hat Sven Krawall gemacht und ich habe ihn in den Knast gesteckt. Da muss Sven. Der hat einfach behauptet, ich würde meine Freunde zu essen verarbeiten. Da musste ich ihn in den Knast stecken. Aua. Boah, diese Kommandanten alleine sind schon wild. Ja, du wartest ja nicht auf mich. Ja, du bist ja noch am Blut. Diese Kiste war wichtig. Sie hat schön geleuchtet. Aua. Du bist schon bei diesem Labor, ne? Nee. Ich war auf dem halben Weg, weil ich habe da habe ich den Kommandanten gesehen und den wollte ich dann kaputt haben. Ey, bei mir bist du komplett in der anderen Richtung. Hm. Ja, ich bin bei der Krankenstation. Ach, bist du schon wieder auf dem Rückweg? Nee, ich habe das ja noch nicht gemacht. Da war ein Kommandant, so einer von diesen 12er-Dullis, ganz. Und den habe ich erstmal bekämpft. Und dann hast du gesagt, ich muss zurück, weil da geiler Loot ist. Ja, ganz oben auf diesem kanonenartigen Ding. Ja, wie komme ich denn da drauf? Muss ich jetzt den Felsen hoch? Ja. Kannst auch drauf fliegen mit der. Mit dem Jetpack. Bäh. Was ist denn das? Boing.
Boing. Ich habe ein Trampolin gefunden. Lol. Es gibt ein Pilzrätsel. Mit so Leuchtpilz. Wenn man sie in einer bestimmten Reihenfolge drauf tritt, da passiert irgendwas. Okay. Ich hab irgendwas getan. Dafür habe ich einen Schwarzkern bekommen. Ja genau, bei dem Pilz. Ich habe erst den hier gedrückt und dann den da unten. Beziehungsweise ich habe es andersrum eigentlich gemacht. Und dann bekam ich einen Schwarzkern. Im Übrigen, hier ist einer dieser komischen Datenkisten gerade gewesen. Warte, ich muss die gerade selber wieder suchen. Oder hast du die schon genommen? Ich habe hier noch nichts, glaube ich, genommen. Ich glaube, da muss man so ein komisches dunkles Vieh reinwerfen. Oder man fährt es ab. Ich würde halt echt interessieren, ob die nur einer nehmen kann. Diese Datenkisten. Frage, hast du da hinten aus dem Gebüsch gerade so eine Datenkiste eingesammelt? Nee. Ist ein Spanier oder so? Eine Dornmart habe ich gefunden. Ist gerade da oben. Sehe ich schon. Noch ein Schwarzkern. Wild. Also diese Pilze sind ein Rätsel immer. Spürt meine Lanze. Noch einer. Widerwärtigen Hygienengauner. Tot. Wie habe ich denn jetzt gerade diesen Sturzflug gemacht? Und da ist wieder so ein Dicker. Ja. Dekin. Dekin, der Wahnsinnige. Oh, das ist ein Miniboss, glaube ich. Ja, macht Zerfleischer. Was ist denn das jetzt schon wieder? Achso, das ist sein Gegnertypus. Errungenschaft. Komplett. Nice. Kiste! Es sind so viele von diesen Kisten. Wie viel? Ja, das ist so verführerisch, ne? Okay, wie kommt man da? Wie mache ich das denn? Was genau? Hier sind Steine, die man kaputt machen kann. Und dahinter ist eine Kiste. Aber wie macht man die kaputt? Mit welchem Element? Das ist es nicht. Muss auch unwahrscheinlich. Es gab doch so Bomben, die man aufheben konnte. Eventuell davon eine dagegen werfen. Bomben. Warte mal, vielleicht steht hier bei denen eine rum. Also bei dem einen Banditenlager gerade eben stand so eine Bombe mal rum. Die habe ich aufgehoben und mir instant selber ins Gesicht geworfen. Ah. Oh. Ifi! Was machst du? Oh. Oh, oh. Ich bin denn ein... Das ist schlecht. Bist du da reingekommen? Weiß ich nicht. Ich mach mal hier draußen alles platt, ne? Ifi! Nein, durchgepackt, ich bin tot. Nee, du kannst hinten durch, offenbar. Der Hund hat hinten irgendwie rausgeschafft. Ah, okay. Denk du. Fertig. Ich wurde gerade mit Röntgenstrahlen getroffen. Ein Elfer noch und zwei Zwölfer. Kriegen wir hin, ne? Aua. Erstmal den Kleinen weg.
Warte mal. Ich sehe gerade was. Das muss jetzt probiert werden. Oh. Wasserkern da rein. Guck mal, ich habe einen Wasserkern da reingeworfen und da kam ein Schwarzkern raus. Okay. Ah! Liegt da jetzt auch bei dir ein Schwarzkern? Nee, muss ich selber machen. Du musst da einfach nur einen Wasserkern reinwerfen. Ja, nach dem Kampf kriege ich das vielleicht eh. Aua. Muss heilen. Das meine ich. Ja, das meine ich. Kann man auch in der Luft heilen? Nein. Muss heilen. Yannick, hilf mir. Die wollen mich. Ich muss den Schwarzkern sammeln. Mit F hebst du die auf. Naja, hab ich ja schon. Oh, ich hab so einen Bereich geschafft. Ja, Dito. Oh, benommen. Weil ich krass bin. Muss wieder heilen. Lasst mich. Ich hab kaum Leben. Ist mein Speer. Wollen wir eigentlich mal in so ein Ding reingehen? Das scheint ja irgendwie so eine Art Dungeon zu sein. Oh Gott. Ich mach mal eben kurz das Ding hier kaputt. Mhm. Hier ist bei mir wieder so ein Wasserding. Ich muss es da reinwerfen. Spuckst du jetzt also wieder ein Schwarzkern? Ich komme von meinem Überleben und du machst dich jetzt. Hast du noch einen bekommen? Nee, man kriegt auch immer nur einmal einen daraus. Aber da oben ist der noch. Den haben wir jetzt ja freigeschaltet. Warte, muss Waffen aufbessern. Puh. Ich will ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, man kann nicht einfach verbessern, wie man lustig ist. Was gibt denn da gerade so komische Geräusche von sich? Von einem Gegner. Achso, der da. Der ist tot. Nice. So, kann man da überhaupt rein? Ist das wirklich ein Dungeon? Man muss erst eine Quest dafür abschließen, damit man da rein kann. Okay, 10 Schwarzkerne, let's go! Was kriege ich jetzt für geile Sachen? Ich will was Legendäres. Und währenddessen muss ich mich mit den Gauner hier prügeln. Push, push, push. Habe ich auch 10? Komm, nimm mein Geld. Ich muss gerade gucken. Nee, ich habe 9, ich brauche noch einen. Belastend. Ja, ich habe einen gerade eben ausgegeben. Belastend. Ich bin Wasserkern. Belastend. Aber schön, dass es so Rätsel hier belastend. Gibt. Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir bisher richtig belastend. Gut. Belastend. Hier oben schläft belastend. Ein Fettsack. Belastend. Belastend. Okay, da kommt dann nicht unbedingt was Gutes raus, wenn man 10 reinschmeißt. Ne. Kiste. Ich hab 4 wieder Scheiße bekommen. Was bedeutet diese 17 Millionen? Eiskern. Ich sehe jetzt erst, dass da hinten so ein grimmiger Panda ist. Was war's mit meinem Schwarzkern? Oh, hier hinten ist wieder so ein Ding, wo man was reinwerfen kann. Wo ich gerade bin. Ist. Oder will mehr als einen essen. Oder ich hab's daneben geworfen.
Auf jeden Fall war das Ding gerade sauer auf mich. So, zweiter Versuch. Das. Da rein. Hat wieder nicht funktioniert. Kann ich den auch einfach da reintragen? Zählt das auch? So. Jetzt ist das doch. Ah, geht doch. Jetzt hat es gegessen. Also wenn du noch einen Schwarzkern haben willst, hier bei mir ist so ein Ding, was Wasserkerne frisst. Okay. So, jetzt mache ich auch mal so einen 10-Auftrag. Ich glaube, die Sequenz kann man sich schenken. Kampfklingen. Ein Feuerkern. Eiskern? Irgendwie ist das alles nicht so toll, was ich hier bekomme. Vor allem kriege ich hier mehrmals dieselbe Waffe. Ich habe einen Froschbär bekommen. Wenigstens eine neue Sache. Wow. Aber wenn man dieselbe Waffe nochmal kriegt, dann wird die umgewandelt. Ja, ich hatte 5 Umwandlungen. Wo bist du? Ach, da oben. Bin auch da. Ja, viel Spaß da was reinzuwerfen. Das hat bei mir ein paar Mal nicht funktioniert. So, ich habe ja schon ein Elektroschwert. Also nehme ich mal den Frostspeer. Obwohl, das ist ja eine Spezialwaffe, ne? Ja. Ich hab wieder einen. Hey. Muss ich ja den jetzt ausrüsten? Dann kann ich die hier kaputt machen. So, jetzt habe ich eine Feuer, eine Eis und eine Donnerwaffe. Okay, das war ein krasser Move. Oh, guck mal, da hinten ist direkt noch eins zum Reinwerfen. 2 Meter weiter. Ja, komm her. Ich bring dich nach Hause. Und zwar da rein. Okay, es ist wütend. Man darf die Dinger nicht falsch werfen, die werden instant sauer. Janik, wo bist du? Ich kämpfe gerade gegen einen Kommandanten und 2 seiner Häftlinge. Du bist wieder vorausgerannt. Nee, ich bin stehen geblieben. Wo kamen die denn her? Ich bin nur 1 Meter weitergelaufen. Ja, siehst du. Stand er daneben. Oh, hier sind Schweinchen. Ich habe ein Wildschwein getötet. Oh ja. Yeah. Gern geschehen. Oh, okay. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Diese Datenkisten, die kann echt nur einer aufheben. Danach ist die weg. Naja, also müssen wir die jetzt claimen und haten, dass sie uns die weggenommen hat, ne? Und deswegen hast du die Kisten auch nie gesehen, weil ich die dann schon eingesammelt hatte. Naja, weil du schon gesnackt hast. Ist ja fies, dass man die sich gegenseitig wegklaut. Ja, aber es sind ja nicht die Hauptkisten. Das ist ja deswegen ganz okay. Ja, aber da ist schon krasses Zeug drin. Ja klar, aber... Ja, das habe ich auch versucht, die hassen mich.
Okay, nee, der will auch nicht mehr. Die werden instant mad, wahrscheinlich, weil die Pflanze irgendwie nicht offen ist. Ja. Warte mal. Also die sind sowieso mad, weil die Pflanze, die er isst. Da steht sogar bei, sogar ihre Blätter sehen kräftiger aus. Die braucht noch einen Tag, bis sie herangreift ist. Also ja, die dann ist dann nicht reif. Cooldown. Ja. Dann darf man nicht mehr machen. Von denen. Nicht flüchten. Halte den Flüchtigen. Halt dich doch fest, Jung! Abholen. Abholen. Ach, holst du dir gerade die ganzen Errungenschaften ab? Ich hol mir gerade alles ab, ja. Was geht? 10% haben wir erst bei Kapitel 01. Noch mehr? Wie viele Kapitel gibt's denn? 5. Da haben wir was vor uns, Yannick. Prüfungen. Aua! Meine Beine, Yannick! Man kann Kleidung ziehen? Ja, mach ich. Okay, mach ich nicht. Wo kann man Kleidung ziehen? Wenn du oben rechts ist ja, sind ja 3 Symbole und das ganze linke habe ich mal angedrückt. Da kommen ganz viele Sachen. Okay, was kriege ich? Glückwunsch! Ich habe was bekommen. Was Episches! Push! Oder oh, das ist. Sind 3 Sachen. Oder, ja. Ja, oben rechts, da diese 3 Kisten da. Also diese Anzeigen da. Ich will kein Geld. Gib mir die Klamotten. Ich suche gerade welche, was du meinst. Also ich habe oben rechts Escape, Shop und so ein Geschenk. Über der Quest. Oben rechts. Escape? Und dann habe ich auf das Geschenk gedrückt davon. Tägliche Vorratskiste? Begrenzt. Ach, und da kann man diese Dinge dann ausgeben. Pass. Oh Gott, im Himmel. Heiß. Ach, hier kann man sich auch diese Goldkerne kaufen. Und was ist diese andere Kiste? Abholen. Ach, das hast du dir abgeholt. Okay, ich brauche einen Moment. Ich kann mir jetzt so einen 10-Auftrag jetzt einmal gönnen. Nicht raustappen. Okay. Ah, und diese Münzen, die sind bei dieser sommerlichen Meeresbrise einsetzbar. Hoppala. Anmeldebonus-Stufenpaket. Ich brauche ja. So, was habe ich denn jetzt? Yannick, Hilfe. Das Spiel vereinnahmt mich gerade. Okay, davon habe ich 10. Okay, push. Punkte Belohnungen. Jetzt gönnen wir was Geiles. So, und jetzt erstmal die Kisten gönnen. 10er Auftrag bei den Goldenen. Was kriegen wir Schönes? Scheiße. Müll? Scheiße. Oder so Grund? Kacke. Scheiße. Scheiße. Mann. Abfall. Oh. Dreck. Die Breitseite. Much. Ich glaube, ich habe einen Hammer bekommen. Kackies. Sülze. Kackies, yes, 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 yes. Ich habe eine Spezialwaffe bekommen. Ich hab schon wieder die Donnerhellebarde. Willst du mich verarschen? Ich habe so eine komische Breitseite bekommen. Mann. Rossspeer. Der Terminator. Boah, das Ding sieht krass aus.
Ich hab einen Terminator bekommen. Dadam, dam, dadam. Moch. Dadam, dam, dadam. Kakiers. Dreck. Ich überspringe direkt. Ich hab noch... Terminator! Okay, Daniele, warte. Ich hab Hilda bekommen. Okay, ich spare mir auf jeden Fall bis zu diesen 10 Aufträgen auf. Ja. Überspringen. Und noch eine Donnerhellebarde, Alter. Hey, ich hab schon wieder die Breitseite bekommen und diesmal bei den dunklen Kernen. Mann. Das Spiel mag mich. Ich hab dreimal die Donnerhellebarde. Ich hab neue Waffen. Warte, Waffen? Donnerhellebarde, Witz! Das Spiel mag dich, ich höre schon. Und die Breitseite, das ist echt ein Hammer! Ach, diese Scheiße. So, dann noch die den Terminator verbessern. Damit Arnold Schwarzenegger mich mag. Okay, erreiche Wanderstufe 15, dann kann ich es weiter aufwerten. Okay, ich habe alle meine Waffen jetzt auf 20. Was ist das für ein komisches Ding? Schaltet Fahrzeug 2613 frei. Na, mal hin. Oh, eine Reliktscherbentruhe, dann kann man sich was aussuchen. Schwebende Kanone. Ich gönn mir die Kanone, oder? Kybernetischer Arm. Quantenumhang. Ich will den Umhang. Ich weiß nicht, was du alles bekommen hast, aber du musst mal durch dieses Inventar dann noch durchgehen. Hm. Ach, und es gibt ja noch so ein drittes bei diesen Sonderbestellungen. Bei Geburt der Gnade, da kannst du dir auch nochmal von diesen Rotkernen was holen. Habe ich. War nicht gut. Warte, das gehe ich jetzt bei mir durch. Woche. Good luck. Müll. Müll. Krieg ich mal was anderes als den Bogen. Stab der Narben, eine SR-Waffe. Ist SR gut? Super rare, also ist besser als selten. Also schon mal episch. Also, rare, also blau ist das Schwächste anscheinend. Dann kommt lila und danach kommt Gold. Hab noch kein goldenes. Da ist dieser Stab. Das ist ein Donnerstab. Den nehme ich mal anstatt dieser Hellebarde. Einfach eine Aufwerten durchspammen. Und jetzt die Waffen angucken. Oh, ich kann ein Heilpad damit machen. Okay, ich will den Terminator als nächstes sehen. LOL. Ich habe ein viel besseres Ausweichen davon durchbekommen. Diese Terminator, das ist eine Minigun. Naja, die habe ich auch. Und man kann damit ein stationäres Geschütz machen. Beziehungsweise so ein Granatwerfer offenbar. So, und der Hammer. Boah, ist ja langsam.
Also der Hammer ist von der Kraft her cool. Warte mal, kann ich damit die Wand kaputt machen mit dem Hammer? Nein, ich glaube, da muss man echt eine Bombe gegenwerfen. Ach so, da hinten bist du, Yannick. Ja. Warum sagst du mir das nicht? Ich suche die eine von den Charakteren. Wen genau? Diese Celine. Die war doch, glaube ich, da bei diesem komischen Schiff. Ja, da habe ich die nicht gefunden. Die läuft gerade, glaube ich, vor mir rum. Warte, nee, Grana heißt die. Da ist diese Fanny. Wieso suchst du die denn? Weiß nicht, im Inventar war mir so ein Gutschein. Da stand auch was mit Outfit. Deswegen wollte ich mal gucken. Ich sehe die jetzt hier nicht. Ja, nicht. Oh, den Hammer kann man aufladen. Der Hammer ist geil. Also der Terminator gefällt mir auf jeden Fall mehr als der Bogen. Weil ich dieses Ausweichen nur wegen... Ja, ich habe dieses komische Ausweichen nur wegen dem Stab. Gaia. Roderick. Ich glaube, hier in dieser Stadt kann man sich an sich nicht sehen, weil laut der Karte bist du direkt vor mir. Ja, das ist möglich. Ich guck mal ein bisschen mit. Celine. Komm hier. Put, 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 put. Ach, da. Gefunden? Nee, ich hab Outfits gefunden. Ich habe hier wieder so eine Datenkiste gefunden. Willst du sie diesmal haben? Nee, nee, ich hatte gerade eben eine. Also kannst du ruhig nehmen. So eine Passporttruhe. In Ziffern forciert oder perfekt? Was ist der Unterschied zwischen forciert und perfekt? Perfekt ist, kriegst du auf jeden Fall. Forciert kriegst du nicht auf jeden Fall. Da kann es sein, dass man die nicht kriegt, glaube ich. Was? Das Outfit habe ich dazu bekommen, aber das ist ganz schön. Ich suche hier irgendeinen komischen Schrank. Was haben wir hier drin denn Schönes? Gar nichts. Welche Waffen hast du denn jetzt alles so bekommen? Terminator. Nur den? Und dreimal den Donnerspeer, den wir schon dran haben. Ich habe noch so einen Hammer bekommen, einen Stab und noch so eine dritte Waffe. Warte, müsste ich mal kurz gucken. Die Breitseite, das war der Hammer. Stab der Narben, Terminator. Das war die vierte Waffe. Ach nee, den Froschspeer hatte ich dann. Ansonsten keine. Aber du musst dir mal diesen Stab angucken. Der verändert auch noch das Ausweichen, das ich jetzt habe. Richtig geil, der Stab. Dafür ist er. Oh nee, dann nicht. Da ist Palu. Wo hast du denn Outfits gefunden? Wenn man bei den Materialien und so ist, beim Rucksack. Und dann steht da links Outfits.
Rucksack. Also da steht ja ganz unten Recyceln, daneben steht die Zahl und dann Outfits, genau. Das kostet aber eins von diesen Gutscheinen oder so. Ich sehe schon. Aber eigentlich kann ich gut hier bei der Kleidung bleiben. Vor allen Dingen, weil ich dann hier wieder neu einstellen müsste. Ja. Ich hätte halt eine Sache neu gehabt, die fand ich aber jetzt nicht so geil, deswegen. Vielleicht später mal. Ja. Also ich kann jetzt ein Heilfeld errichten mit diesem Stab. Okay. Richtig nice. Ich warte am Eingang der Stadt. Also ich habe jetzt ein paar krasse Waffen. Schön, dass es Waffen gibt, mit denen man sich hochheilen kann. Da muss ich wieder gucken. Gebiet abholen. Ich probiere mal was. Terminator. Und dann gehen wir auf diesen Kalbums-Modus. Nee, auch damit geht er nicht kaputt. Und das ist ja wohl richtig heftig, was ich da mache mit der Wand. Vielleicht, wenn ich einen Schlag mit dem Hammer auflade? Jetzt noch. Zack! Nee. Damit hat es auch nicht funktioniert. So. Ich guck mal, ob hier irgendwo eine Bombe rumsteht. Würde ich die einmal dagegen werfen. Ich liebe den Hammer. Haben. Hast du die Waffen auch direkt auf 20 aufgebessert? Meine neue Waffe, ja. Soll ich dir die Waffen zeigen, die ich jetzt bekommen habe? Ja, kannst du gern machen. Wo bist du denn? Anstatt noch zu nah dran. bei der Stadt. Ich bin jetzt hier unten bei diesem Feuerding an. Ach, warte mal. Feuer plus Öl müsste doch was ergeben, oder nicht? Tatsächlich, dafür kriegt man was, glaube ich. Ja, ein Schwarzkern kam da raus, wenn du das Feuerding in diese Öl pflanzen wirst. Also immer diese Pflanzen in die richtigen, diese Kerne in die richtigen Pflanzen werfen. Warum bist du mir denn immer noch nicht gezeigt? Weiß ich nicht. Kanal 54. Ja, ich auch. Und der Flammenkern mag mich nicht mehr. Schwarzkern. Okay. Ah, jetzt sehe ich dich. Warte, guck mal. Das ist der neue Hammer, den ich habe. Mit dem kann ich nochmal so einen Boost-Modus machen, dann hat der Instant Eis drauf. Und dann noch hier der Stab, den ich meinte. Hast du den Bogen noch? Nee. Oder eine andere Feuerwaffe? Kannst du hier gegenschießen und dann auf den Schwarzkern kriegen. Bei mir ist da so einfach ein Schwarzkern gerade gewesen. Guck mal. Okay. Willst du dich heilen? Ja, wild. Der nice. Healer direkt. Nice. Support nicht mehr einfach. Ach so, das ist kein Gegner, das ist ein NPC. Ich wollte erstmal einen NPC schlachten. Ja, der Arme. Wieso greift Sven ihn einfach an? So, wen wollen wir wegballern, Yannick? Hier sind noch ein paar Kisten auf jeden Fall. Wahrscheinlich oben auf dem Berg. Naja, aber hier sind noch welche, die uns anlächeln. Ey, du musst mal den Terminator diesen zweiten Modus ausprobieren. Ich habe damit einfach mit einem Schuss 400 gemacht. Der macht richtig gut Schaden.
Vor allen Dingen, was der für eine Range hat. Treffe ich ihn? Ja, ich habe ihn getroffen. Ja, nee, ich bin unterstützt von hier hinten. Jo. Um Gottes Willen. Muss im Nachladen, bin eine halbe Stunde da. Hui. Also mir gefällt die Waffe. Ja. Ich mach mal eben kurz ein Heilfeld. Vor allen Dingen, guck dir mal das Ausrechnen an, was ich jetzt habe. Siehst du das? Warte. Mein neues Ausweichen. Ich meine jetzt so ein schwarzes Portal. Das macht das kommt durch den Stab. Mhm. Richtig geil. Aua! Was fällt dir ein? Oh, hier ist ein Feuerkern, mit dem kann man bestimmt irgendwas anstellen. Dagegen. Okay, der mag mich nicht mehr. Aber. Welches Element hat eigentlich dein Terminator? Ist das unterschiedlich oder? Eis. Okay, dann ist es bei jedem gleich. Ja. Ah, wieder ein Goldkern. Ich nutze mal den Hammer. Ich will den mal voll aufgeladen sehen, wie viel Schaden der macht. Hm. Er war weg. Er war schlicht und ergreifend weg. Der Arme ist geil. Einfach so pump. Weg. Den musst du dir auch holen. Ja, du, wenn ich mal was anderes kriegen würde als die komische helle Bade, dann würde mich ja freuen. Vor allem, den guck mal, wenn ich diesen Hypermodus mache: pam, 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 pam. Ich kann einfach richtig draufdreschen damit. Nein. Oh, da oben ist wieder so eine Datenkiste. Ja, hol dir. Pfeffern. Und direkt da drüber steht ein Schwarzkern in der Luft. Ach, wenn ich dir den Hammer droppen könnte, dann würde ich ihn dir geben. Nö, könntest du auch damit deinen Spaß haben. Nö, nö. Man muss sich den ja auch verdienen. Man muss Luck haben bei der Ziehung. Ja. Aber der Terminator ist ja eigentlich schon ein riesiges Upgrade, ne? Ja, schon mal cool, ja. Und wollen wir mal langsam zu unserer eigentlichen Quest? Ja, ich mach nicht mehr so lange. Also so... Das ist für mich so Endspurt. Aber demnächst wieder? Können wir gerne machen, ja. Weil ich habe echt Fun an dem Game. Mhm. Muss mir nur sagen, wann. Ja. Oh, guck mal, ich glaube, das ist nicht. Ich schreibe dir morgen dann mal. Ich nehme die Abkürzung. Sieht aus wie ein Knopf, den man drücken muss. Ist das auch ein Teleportpunkt? Ach, da unten ist eine Kiste. Ich komme, Yannick. So. Bitte. Hm. Hier waren wir am Anfang. Ja, hier hatten wir uns mit den Gegnern geprügelt. Hier war so eine Bombenkiste.
Und da ist wieder so ein Wassertentakel. Ich probiere das jetzt. Ich weiß nur nicht, ob ich es da, bis da hinten hingetragen kriege. Ich hab die Bombenkiste. Kann ich die überhaupt durchs Wasser tragen? Wenn ja, dann versuche ich einmal die Wand da hinten aufzusprengen. Nein, im Wasser lässt er sie ins Fallen. Ich hab mich gerade wieder fast selber hochgejagt. wo hast du einen Wasserkern her? Einer stand hier. Zwischen den Büschen hier. Bei mir. Hallo, hab doch keine Angst vor mir. Kommt her. Ich hab nur einen Hasen. Der Hase ist tot. Und wer davon liegt. Oh, was liegt denn da? Ein Geisterpilz. Pam, pam, pam. Also der Hammer ist empfehlenswert. Reib mir das schön unter die Nase. Ist okay. Ist okay. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte sie nicht unter die Nase reiben. Bitte verzeih mir. Ja, ja. Nein, Janik, klitte doch nicht direkt weg. Es tut mir leid. So. Vergib mir. Das ist ein schönes Endbild, aber. Aber ist ja cool. Ja. Erstmal durchkommen, bis man zusammenspielen konnte, das Tutorial und so den Stuff, ne? Ist ja warte, normal, ich mach das Bild noch sagen. Schöner. Guck mal, jetzt haben wir ein noch besseres Endbild. Heil ich dich mit, oder? Also das hat auch eine extrem hohe Abklingzeit, dieser Heal. Ja, glaube ich. Dass man die nicht anderen so nur so 15 und der hier hat halt eine ganze Minute. Hm. Guck mal, dass man nicht so OP ist. Da hinten ist die Kampfarena. Ich habe gehört, Sven gegen Pall. Ja. Was auf wen ich setze. Oder noch besser, Sunny gegen Sven. Ich sag, Sven gewinnt, so. Weil Sunny gar nicht auftaucht. Der verschläft den Kampf. Ist natürlich möglich, ja. Na gut, Spiel beenden. Der speichert ja hoffentlich automatisch. Ja, MMOs. Da verlasse ich mich mal da drauf. Ja, ich fand, war ein gelungener Abend. Können das gerne wiederholen. Finde ich auch, ja. War witzig. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das nochmal mit dir spiele, nach dem ganzen Hammer unter den Nasen reiten Satz. Es tut mir leid. Nein, das ist ja viel Spaß. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Abend, Shining. Ja, ich dir auch. Und ich schreibe dir dann spätestens morgen, wenn wir weitermachen können. Okay. Dann gute Nacht an dich und den Chat. Ja, dir auch. Nachti. Nacht. Ja, Leute. Das war doch ein gelungener Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Auf YouTube, ein Follow auf Twitch. Oder auch da ein Abo, wenn ihr unbedingt Geld reinpayen wollt. Ich zwinge euch dazu nicht. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle.